Für mich kein Fehler, nur ein Privileg. 24 Stunden sind mir zu wenig Zeit. Ich teile mein Leben mit Rastlosigkeit. Ich bleib in Bewegung. Ständiges Warten kann einen lebendig begraben. 24 Stunden sind mir zu wenig Zeit. Ich teile mein Leben mit Rastlosigkeit. Glaub es oder glaub es nicht. Ständiges Warten kann einen lebendig begraben. Schon als Kind zwang meine Mutter mich zur Ruhe. Doch ich fing an ernst zu nehmen, was ich tue. Und daran kann mich niemand hindern. Bin die Mittlere in der Familie mit drei Kindern. Und hab gesehen, wie schwer es ist, ein Nachwuchs zu erziehen mit Geldproblemen. Meine Eltern haben sich nie beklagt. Und ich habe es spät erkannt, dass zwar immer viel im Kühlschrank lag, doch wenig auf der Bank. Sie haben die Dank verlangt, der ihnen zusteht. Doch ich weiß, dass es ihnen gut geht, wenn ich Wissen zulege, da man so auf eigenem Fuß steht. Ich fühl, was mich bewegt. Für mich heißt das konkret. Ich schweig, wenn ich nichts weiß. Doch ich weiß, wovon ich rede. Ich liebe mein Leben, liebe mein tägliches Programm. Ich bin rastlos, danke an die, die das verstanden haben. 24 Stunden sind mir zu wenig Zeit. Ich teile mein Leben mit Rastlosigkeit. Ich bleib in Bewegung. Ständiges Warten kann einen lebendig begraben. 24 Stunden sind mir zu wenig Zeit. Ich teile mein Leben mit Rastlosigkeit. Glaub es oder glaub es nicht. Ständiges Warten kann einen lebendig begraben. So bin ich vielen zu arrogant. Man denkt, ich mach mich interessant. Wenn man nach 10 Versuchen anzurufen nur auf DNAB gelangt. Hallo, keiner da. Ich hoffe, ihr versteht. Priorität liegt auf meinem Weg, bei dem es zum einen nur ums Reim geht. Und damit ich überlebe, der sich's eh nur um Scheine dreht. Arbeite ich wie blöd, da man auf einem Standbein halt nicht geht. Und es nützt nichts, 1000 Bekannte zu haben, die meine Freude mittragen. Doch wenn Pläne fehlschlagen, die Tränen ignorieren. Oder die Leute, die sagen, dass sie sich mehr von mir erwarten, aber nichts investieren. Ich hab Rücken, die mich stärken. Freunde, Freund, Familie. Und denen danke ich von Herzen, da mir sonst nicht so leicht viele. Es sind vielleicht nicht viele, doch mir reicht die Liebe, die ich reichlich kriege und durch mein Licht spiegle. Ich für Schreibtisch kriege, mit Handy, Telefonanschluss und Fax. Was bleibt? Bleistiftmine spitz und ein halber Satz. Ich schreib rastlos. Ihr fragt, was bloß kann mich stoppen? Nichts. Wir werden weiter rocken. Sind mir zu wenig Zeit, ich teile mein Leben mit Rastlosigkeit. Glaub es oder glaub es nicht. Ständiges Warten kann einen lebendig begraben. 24 Stunden sind mir zu wenig Zeit, ich teile mein Leben mit Rastlosigkeit. Ich bleib in Bewegung. Ständiges Warten kann einen lebendig begraben.